Hey, Faruk. Was ist los? Wie siehst du denn aus? Ich war im Bunker, aber da ist nichts drin. Norbert hat dich schon abgeholt. Guck mich an. Ich hab dir gesagt, du sollst das Zeug nicht senden. Nur vertickern, Mann. Hörst du? Es tut mir leid, Jeremy. Guck mich an. Guck mich an. Du gehst jetzt nach Hause. Kaufst deinem Frau und deinem Kind was Schönes und schläfst dich aus. Ja? Lass mal was den nächsten Ton machen. Okay. Es kommt nicht mehr vor, Jeremy. Okay, jetzt. Nicht alleine hier. Nee. Ist klar. Schönen Abend noch. Machst du mir noch zwei? Nummer 19, perfekt. Ja? Ihre Bestellung. Hallo? Komm rein.
bist du endlich. Und das andere? Guck nach. Westkasse behalten. Jetzt schieb ab. Los? Ungefähr seit 5 Stunden. Sehe ich dich wieder? Tut mir leid. Liam, das war's jetzt für dich. Ein One-Night-Stand und tschüss. Ich hatte den Eindruck, es hat dir Spaß gemacht. Wir hatten beide unseren Spaß. Ich muss los. Du kannst doch nicht einfach so gehen. Mach's gut. Hey, was ist mit heute Abend? Ich hab nix. Geht schon wieder. Was war denn los? Ich hab bloß so ein blödes Ziehen im Arm. Ich muss mich verhoben haben da. Ja, aber Sie haben uns doch gerufen. Ich hab mich ja nicht erreicht. Dann nehmen Sie jetzt bitte ins Krankenhaus. Wir müssen ausschließen, dass es ein verdeckter Fall ist. Nee, Sie nehmen mich überhaupt nirgendwo mit. Schon gar nicht ins Krankenhaus. Sie können mir hier gern irgendwas verabreichen, aber ansonsten verschwinden Sie jetzt. Entschuldigung, ich bräuchte dann mal mein Geld. Ja. Oder soll ich noch warten? Aber die Uhr läuft. Moment. Sie müssen hier unterschreiben, dass Sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass Sie hier bleiben. Und für den Einsatz schicken wir eine Rechnung. Aber wo ist denn dein Geld? Na, du bist witzig. Ich springe hier gerade von der Bar und du, naja, da auf der Anreiche. Was bekommen Sie? 19,50. Quittung? Nee, danke. Stimmt so, tschüss. Tschüss. Warum lässt du dich nicht im Krankenhaus untersuchen? Ich kann Krankenhäuser nicht ausstehen. Schon allein wegen des Geruchs. Na, dann mach gute Besserung. Tschüss. Danke. Du hast den Notarzt gerufen, weil du mich nicht erreicht hast. Ich sollte mich erschrecken. So ein Blödsinn. Kommst du noch auf? Wo warst du überhaupt? Ich glaube nicht, dass sich das was angeht. Sag mal, hast du getrunken? Also, nicht mehr als sonst. Dawn? Helen. Sehr schöner Name. Wo hast du meine Nummer? Du hast deine Brieftasche vergessen. Die Frau auf dem Foto, wer ist das? Sieht so aus wie du. Ich komm's holen. Wo bist du? Ja, komm, sag doch. Wer ist sie? Deine Mutter? Ja, was ist toll, dass du meine Brieftasche gefunden hast. Lass uns treffen, dann gibst du sie mir einfach zurück, okay? Meine Mutter ist auch früh gestorben. Sag mal, bist du sicher, dass du die Brieftasche nicht absichtlich vergessen hast? Ich meine, ich habe mich schon gewundert, aber es ist auch eine Methode, sich wiedersehen zu müssen. Lass uns einfach treffen, okay? Gleich hinterm Hotel. Das ist ein kleines Café. Da warte ich auf dich. Probleme? Nee, ich brauche noch mal Geld. Aber deinen Job hast du noch. Ich bin in einer halben Stunde wieder zurück. Versuch bitte bis dahin nicht zu sterben.
Hallo, hören Sie mich? Ja, nicht wieder, okay. Wir brauchen noch was. Wie geht es dem Kleinen? Ich mach mir Sorgen um ihn. Er hat ja sonst niemanden, Myla. Du bist meine Schwester, du passt auf ihn auf, ganz einfach. Ja, ich weiß, mache ich auch. Ins Justizkrankenhaus. Die Verbrennung ist zu schwer. Wir müssen vermeiden, dass da Ödeme entstehen. Walter hier. Wir brauchen einen Transport zum Justizkrankenhaus. Kreuzworträtsel. So was Ähnliches. Wie geht's dir? Kann ich ein Wasser haben, bitte? Klar. Die Ärzte sagen, sie hätten Glück gehabt. Sie haben einen Knalltrauma und eine Gehirnerschütterung erlitten. Bisschen früh für Besuch, oder? Wie fühlen Sie sich denn? Bestens. Viktor Renko vom Staatsschutz hätte ein paar Fragen an Sie. Wir haben selten das Glück, eine hochrangige Beamtin vor Ort zu haben bei solchen Ereignissen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendetwas, was Sie uns berichten können? Ja. Ich bin über den Platz zum Café gegangen und dann hat's Rums gemacht. Verstehe. Und was haben Sie zu dem Zeitpunkt dort gewollt? Ich hatte Urlaub. Irgendetwas Relevantes, das Sie gesehen haben? Ich wollte zur Boutique.
am Ende der Straße. Ich hatte nichts mehr anzuziehen. Ich glaube, wir sollten Frau Dorn jetzt besser in Ruhe lassen. Es gab Tote, nicht wahr? 5. Gute Besserung. Kannst du heute Nacht hier bleiben? Ich bleib, bis du eingeschlafen bist. Wir waren in meinem Zimmer. Nur Ihr Vater? Mein Vater schenkt mir keine Blumen. Er war in meinem Zimmer. Da war niemand. Sie haben wahrscheinlich schlecht geträumt. Wir sind für morgen früh.
du bist bei deiner Frau. Kaminski hat's erwischt. Heute Mittag bei der Explosion. Ja, gehst du nach so viel Einsätzen in den frühzeitigen und dann sowas? Vielleicht ist es besser so. Kurz und schmerzlos. Glaubt ihr, er hätte trotz Krebs gut noch ein paar Jahre gehabt? Das ist doch kein Leben. Kotzerei von der Chemo, keine Haare auf dem Kopf. Du hast auch selber kaum noch Haare. Arschloch. Die Art von Abgang hat er nicht verdient. Ich hau da mal ab. Du bist spät. Wie geht's ihr? Sie muss ihre Tabletten noch nehmen. Und du? Wie geht's dir? Gut. Es war schön. Ja. Paris war schön. Ist doch wieder später geworden heute, tut mir leid. Schmeckt überhaupt nicht. Bäh. Weiß genau, warum ich Krankenhäuser nicht mag. Da war dieser Typ. Wo? Der hat mich da hinbestellt und dann ging die Bombe hoch. Was für ein Typ? Hast du mir wenigstens eine Tasse Kaffee übrig gelassen? Mhm. Ach, die Plarre hätte dir eh nicht geschmeckt. Was ist los? Komm, es ist eine Ewigkeit her, dass du mich gebeten hast, auf dich aufzupassen. Es war vorgestern Abend in der Kneipe. Plötzlich stand er neben mir, er war nett. Aufmerksam, sah gut aus. Wir kamen ins Gespräch, haben getrunken und dann sind wir ins Hotel. Jetzt guck mich nicht so an. Was weißt du von ihm? Er ist Adrian, glaube ich. Ich dachte, das bringt mich ein bisschen runter vom Job, von Mama, von allem. Mehr war das nicht. Und was macht dieser Adrian? Weißt du, wo er wohnt? Nein. Aber er hat meine Brieftasche, er weiß alles von mir, wie ich heiße, wo ich arbeite. Ich kann damit ja kaum zu den Kollegen gehen. Du glaubst, dieser Adrian hat was mit dem Anschlag zu tun? Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich ihn da gesehen habe. Aber vielleicht bilde ich mir das auch alles ein. Was ist, wenn ich gemeint war? Wenn das alles kein Zufall war und die anderen Opfer waren nur... Nehmen Sie jetzt mit zur Untersuchung. Der Schwindel ist besser geworden? Mhm.
Kopfschmerzen? Mhm. Sie müssten die Angaben Ihres Vaters noch überprüfen. Stimmt was nicht? Doch, doch. Dann bin ich jetzt entlassen, ja. Ich möchte Sie noch ein bisschen hier behalten. Mit so einem Knalltrauma dürfen Sie sich keinem Stress aussetzen. Die Kollegen vom psychologischen Dienst sind sehr kompetent. Vielleicht sollten Sie da einen Termin ausmachen. Danke. Ich lege mich wieder hin. Ich muss hier raus. Wie? Glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Formulare waren ja noch nie so dein Ding. Warum? Der Tod von Mama. Das geht die doch gar nichts an. Sie können jetzt nicht einfach so gehen. Seien Sie so lieb, schreiben Sie es bei mir auf die Rechnung. Ich muss mit Matthäuse sprechen. Klar, wo genau? Fährst du mich? Dass Allah der einzige Gott ist und dass Mohammed sein Gesandter ist. Ja gut, ich habe die Kollegen schon losgeschickt, danke. Hat die Klinik Sie schon entlassen? Ich muss mit Ihnen sprechen. Das war der Verfassungsschutz. Das Bekennervideo ist nach jetzigem Erkenntnisstand vor einer Stunde ausschließlich uns via Link zugestellt worden. Deutscher Konvertit Ron Keller, 23, nennt sich jetzt selbst Rashid, der Rechtgeleitete. Sein Vater ist verstorben, seine Mutter wird geholt. Wir kriegen ihn. Und er hat das Video noch nicht öffentlich gemacht. Sie nach. Mein Sohn hat nichts mit dem Anschlag zu tun. Ihr Sohn ist aktives Mitglied in der salafistischen Szene und hat sich zu dem Anschlag bekannt. Nein. Frau Keller, ich verstehe, dass Sie Ihren Sohn schützen wollen. Ich hab nur noch ihn. Ihre Mitarbeiter in der Apotheke haben erzählt, dass seit Monaten in regelmäßigen Abständen Tilidin verschwunden ist. Haben Sie Ihren Sohn mit Tilidin versorgt? Sie wissen, dass diese Substanz sämtliche Hemmungen ausschaltet und ihn extrem aggressiv macht. Er war das nicht. Er war das ganz bestimmt nicht. Frau Keller, wir müssen ihn finden. Also! Sein Vater hat eine Werkstatt in Duisburg-Homberg. Ich muss damit. Hold on. Subhana rabbi lala, subhana rabbi lala, Allah.
Allahu Akbar. Als hätte jemand zugeschaut. Danke. Henkatio hat noch nicht herausfinden können, wohin die Kameras gesendet haben. Signal läuft über mehrere Server im Ausland. Wir sollten trotzdem davon ausgehen, dass Keller für den Anschlag verantwortlich ist. Es wird aussehen wie in der Hinrichtung. Ron Keller hat einen Terroranschlag verübt. Hat er das? Ja, das hat er. Er hat sich auch dazu bekannt. Und er hat genug Chemikalien gehortet. Wurde diese Bombe aus diesen Chemikalien gebaut? Wissen wir das? Soweit ich weiß, ist die Analyse noch nicht abgeschlossen. Wenn Sie Informationen haben, die die Täterschaft und Ron Keller in Frage stellt, dann wäre das jetzt hier der richtige Moment dafür. Frau Dorn, ich denke, Sie nehmen sich noch ein paar Tage, um sich zu erholen. Wir sollten eine Pressekonferenz vorbereiten und das Bekennervideo veröffentlichen. Hier läuft etwas schief, aber Sie haben nur Angst, dass das Video von dem Einsatz ins Netz gerät, bevor Sie verbreitet haben, dass Ron Keller diesen Anschlag verübt hat. Denken Sie doch mal nach. Warum hat er sich nur bei der Polizei zu dem Anschlag bekannt? Das ganze Ding hier stinkt. Und Ihnen ist das scheißegal, oder was? Sie sollten jetzt besser gehen. Es wird aussehen wie eine Hinrichtung unter Ihrem Kommando. Und genau das ist das, was in Ihrem kleinen Macho-Kopf den ganze Zeit ein Problem bereitet. Nicht, ob er es war oder wer es war. Das ist Ihr Problem. Raus! Mich verteidigen können. Verteidigen vor wem? Gott, ich hab dich vermisst. Geht's dir gut? Ja. Bist du aus dem Gefängnis abgehauen? Ja. Aber du weißt, dass ich das nicht war. Hey. Hey, das weißt du doch. Ja. Da draußen gibt es Leute, die mir nicht glauben, verstehst du? Deswegen musst du mir jetzt helfen. Kannst du das machen?
Geh zu Jem. Sag ihm, ich brauche ein Handy und eine Videokamera. Ja? Verstanden. Und ich muss reden mit ihm, so schnell wie möglich. Verstehst du das? Okay. Wo finde ich dich? Ich finde dich. Ich liebe dich. Vergiss das nie. Und jetzt geh. Und sag niemandem, dass ich hier war. Geht's dir nicht gut? Deine Kollegen wollen dich sprechen. Hey, komm gleich. Komm gleich. Gibt's? Es gab einen Mordbruch letzte Nacht in der JVA. Ja, und geht uns ja nichts an. Das ist der Typ von damals. Könnt ihr einen Moment draußen auf mich warten? Die Aufnahmen, die Sie in der Kamera da oben gehört haben, kann ich die mal sehen? Selbstverständlich. Die Kamera ist bei der Explosion kaputt gegangen. Ich habe sie gerade weggeworfen. Das sind die letzten Aufnahmen vor der Explosion. Ihr Wachmann war eins der Opfer. Es tut mir leid. Das ist absurd. Kaminski hatte sich für den Nachmittag freigenommen. 10 Minuten später und es wäre ihm nichts passiert. Übrigens ein ehemaliger Kollege von Ihnen. Freigenommen wofür? Irgendein wichtiger Termin, keine Ahnung. Sonst war er immer sehr zuverlässig. Hat nie gefehlt, trotz seiner Beschwerden. Ich muss die Aufnahmen mitnehmen. Wem gebe ich jetzt seine persönlichen Sachen, die er in seinem Spind hatte? Können Sie mir geben, ich kümmere mich drum. Dürfen wir das nennt sich Gefahrenverzug. Okay, komm. Hey,
Wo ist Khalid? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Dein Bruder ist aus dem Knast abgehauen. Hier wird er sich nicht blicken lassen, aber er wird versuchen, dich anzurufen. Und wenn er dich anruft, dann rufst du mich an. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste. War die Polizei hier? Wo warst du? Draußen. Mit wem? Den Jungs. Dein Vater ist aus dem Gefängnis abgehauen. Ich will nicht, dass du so endest wie er. Halte dich von den Jungs fern, ja? Ich gehe dann in mein Zimmer. Keine Sorge, deine Brüder haben nichts mitbekommen. Was willst du? Was ich immer will, Informationen. Fahren wir ein Stück. Ich muss euch gar nichts mehr sagen. Richtig. Und der Scheiß von damals ist lange durch. Fahr los. Also, was? Kennst du einen Adrian? Nein. Aber ihn hier kennst du, oder? Das ist so ein Wichtigtuer. Fasel immer irgendwas von Dschihad, keiner hört ihm zu. Hasid, ich weiß, dass man dich immer zweimal fragen muss, also. Mehr weiß ich nicht. Wirklich. Gut. Anders, wenn die Kollegen euren Verein auseinandernehmen würden, würden sie dann jemanden finden, der mehr weiß. Ha? Es gibt dann noch so einen anderen Deutschen. Weiter. Das sind Freaks, die pumpen sich immer mit irgendeinem Zeug voll und Phasen von Märtyrertod. Hat der auch einen Namen? Thomas, Thorsten, was weiß ich, ich hab nichts mit denen zu tun. Nicht zufällig Adrian? Nein. Wie geht's der Familie? Gut, aber mir wird's noch viel besser gehen, wenn ihr mich endlich in Ruhe lasst. Die Kollegen werden an eurem Verein eine Razzia machen. Bleib sauber. Don? Sie sollten doch nach Hause gehen. Woher? Das MPK beobachtet den Bildungsverein. Ich muss Renko sprechen. Komm jetzt in Selke an. Selbstverständlich, der Bericht ist unterwegs. Wir versuchen bereits, das Video aus dem Netz zu nehmen. Nein, natürlich. Ja, natürlich können Sie sich auf mich verlassen. Selbstverständlich. Ja, ich weiß, wie das aussieht. Danke. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Sie haben Hasid befragt? Das MEK ist da schon dran. Sie sollten nicht weiter ermitteln. Ron Keller hat einen Freund. Thorsten oder Thomas. Thorsten Kempel, das haben wir auch gerade erfahren. Er hat das Video ins Netz gestellt. Wir fahren bereits nach ihm. Der Bombenleger wusste, dass sich der Papierkorb nicht im Sichtbereich der öffentlichen Überwachungskameras befindet. Aber er wusste nichts von der privaten Videokamera des Juwelierladens. Die haben unsere Leute übersehen.
Gesichter sind größtenteils verdeckt. Das könnte jeder sein, auch Ron Keller. Genau. Oder eben auch jemand ganz anderes. Vielleicht kann die KTU was draus machen. Ach, hey, da wollte vorhin jemand was für dich abgeben. Wer? Weiß ich nicht. Das sah aber ganz gut aus. Hey. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Alles drin. Haben dir die Blumen gefallen? Bleib stehen. Was ist los? Ich wollte dir nur die Brieftasche zurückgeben. Bleib stehen! Und ich wollte dich wiedersehen. Umdrehen! Umdrehen! Oh. Hey, lauf, Otto! Du warst da, als es passiert ist. Was hast du mit dem Anschlag zu tun? Was hast du mit Ron Keller zu tun? Fein auseinander. Ich muss im Weg der Mann dringend einen Job anrufen. Ich hab's in den Nachrichten gehört. Ich hab dich gesehen. Ich bin das für dich. Danke, ist nur der Kreislauf. Sicher, soll ich einen Arzt holen? Danke. Ganz sicher. Sie war eine hübsche, solide gebaut. Von jemandem, der sich damit auskennt. Entschuldigung. Also die Bauart passt zu Materialien, die wir in der Werkstatt von Ron Keller sichergestellt haben. Nur der Zünder ist merkwürdig. Das ist ein total veraltetes Modell. Sowas benutzen die Taliban in Afghanistan. Aus ehemaligen sowjetischen Militärbeständen. Das heißt? Das, keine Ahnung, was das heißt. Ich frage mich nur, wie der Junge dran gekommen sein soll. Hm. Ja, machen Sie weiter und halten Sie mich auf den Laufenden. Wir überprüfen weiterhin sein Umfeld. Vielleicht hat ja einer seiner Glaubensbrüder den Zünder besorgt. Wie geht's dir? Gut. Kannst du mir hier von der DNA-Analyse machen? Vielleicht hat das System ja was über ihn. Ihn? Wen suchen wir denn? Männlich Ende 30, ca. 1,80 groß, hat eine Brandnarbe über der linken Hüfte. Du weißt, dass ich keine Vaterschaftstests mache, ja? Sehr witzig. Danke. Dawn, wie wär's mal mit Pause? Mach ich. Geil. Nach dem verheerenden Bombenanschlag in der Duisburger Innenstadt, bei dem am gestrigen Vormittag 5 Menschen ums Leben kamen, ist der mutmaßliche Täter erschossen worden. Bombenanschlag. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Ron K., einen geflohener Häftling. Der islamistischen Szene zugerechnet. Was sollte die Aktion vom SEK eigentlich bedeuten? Düsseldorf war ein Bekennervideo auf den mutmaßlichen Täter aufmerksam geworden. Er selbst kann es nicht gewesen sein. Wer? Den Sie erschossen haben? Nein, Adrian, er hat ein Alibi.
Ja, mich. Als die Bombe platziert wurde, war mit mir im Hotel. Und du denkst, Adrian hat was damit zu tun? Naja, der Staatsschutz hat ja jetzt seinen Terroristen Klappe zu, Affe tot. Tja. Aber du glaubst nicht dran. Nee. Dieser Keller, warum tut jemand sowas? Nominell wegen der 1000 Jungfrauen im Paradies. Warum dieses Bekennervideo? Er hätte doch wissen müssen, dass wir ihn innerhalb weniger Stunden haben. Und dann dreht er sich hektisch um und lässt sich erschießen. Das ist doch die Eintrittskarte. Nicht? Getötet durch die Kugeln der Ungläubigen. Erst dadurch wird er zum Märtyrer. Nee. Kannst natürlich auch sagen, erweiterter Suizid. Sag mal, kennst du Ed Kaminski? Ex-Kollege? Ja, der war mal bei der Zivilfahndung. Warum? War auch ein Opfer. Hat als Wachmann beim Juwelier gearbeitet, als die Bombe hochging. Oh. Scheiße. Der soll so krank gewesen sein. Krebs oder so. Deswegen ist er ja gegangen. Die Mama. Willst du wissen, warum ich in der Nacht in der Kneipe war? Es war ihr Geburtstag. Du hast getrunken und an sie gedacht wie ich. Ich trinke öfter mal ein. Vermisst du sie? Würde sie auch so über dich schweigen? Hör auf. Ja, wenn es umgekehrt wäre, wenn du tot wärst und sie würde hier neben mir sitzen, würde sie mir auch nichts über dich erzählen? Ich kann es dir nicht sagen. Geht's gut? Ja, klar. Sie fehlt mir. Jeden Tag. Mach nachher das Licht aus. Oder was, hä? Hol deine Ware drüben im Bunker. Also wer sonst auch? Ich hab eine Nachricht von Khalid. Das ist doch sein Sohn. Vielleicht benutzt er den Jungen als Guten. Ist doch fast nur ein Kind. Ich spreche morgen mal mit Mertens. Sag mal, Mertens ist komisch in dieser Zeit, findest du nicht? Mit der Frau wärst du auch komisch. Nee, ich meine auch sonst. Du redest zu viel. Hör jetzt mal ernst, jetzt. Halsen! Morgen. Der Juwelier sagte mir, dass Kaminski sich an dem Nachmittag freigenommen hatte wegen eines wichtigen Termins. Alle Opfer waren zu dem Zeitpunkt zufällig auf dem Platz. Alle außer Kaminski.
war das einzige Opfer, von dem man wissen konnte, dass er da war. Weil er da arbeitet. Sag mal, Goethestraße 3, das ist doch die Adresse der JVA. Hm. SKY, Kaminski. Ich möchte gerne den Insassen sprechen, den er besucht hat. Er war in den letzten 2 Wochen 2-mal da. Das war Khalid Emran. Seit wann interessiert sich das LKA für einen entflohenen Strafgefangenen? Ich möchte bitte seine Zelle sehen. Irgendeine Idee, warum er gerade jetzt abgehauen ist? Ich meine, er sitzt seit Jahren, gute Führung, das ganze Programm. Warum gerade jetzt? Keine Ahnung. Steckst ja in den Köpfen von den Jungs nicht drin. Bitte. Bitte. Sein Zeug ist in den Kisten da. Haben wir aber alles nach Hinweisen untersucht. Die Pflanze braucht mal wieder Wasser. Ich brauche die Adresse von dem Opfer Kaminski. Alles klar, schicke ich dir gleich rüber. Ich brauche eine Nahbereichsfahndung. Männlich, Anfang 30, dunkle Haare, südländisches Aussehen. Dunkelgraue Arbeitshose, blaue Jacke. Hellgrauer Strickpullover. Flüchtig zu Fuß. Und ich brauche die Spurensicherung hier. Gut, ich komme. Kam eben von den holländischen Kollegen rein. Die Mülleimer auf dem Platz werden 2-mal wöchentlich von der Stadtreinigung geleert. Die letzte Leerung erfolgte einen Tag vor dem Anschlag. Ron Keller saß mit Thorsten Kemper bis gestern im Gewahrsam am Amsterdamer Flughafen Schiphol. Sie hatten versucht, von dort über die Türkei nach Syrien zu kommen, aber die holländischen Kollegen konnten sie vorher stoppen. Er kann die Bombe nicht gelegt haben. Mein Freund Kemper demnach auch nicht. Also gut, alles auf Anfang. Sie wussten die ganze Zeit, dass er es nicht war. Wie konnten Sie sich so sicher sein? Nennen Sie es weibliche Intuition. Was hat er damit zu tun? Was wissen wir über den Ausbrecher? Khalid Emran. Eltern aus dem Libanon, hier geboren, Hauptschulabschluss, Schlosserlehre abgebrochen, drogenabhängig,
Klassische Karriere sozusagen. Ansonsten unauffällig. Bis zu der Nacht vor 5 Jahren. Laut Anklage hat er seinen Dealer-Kumpel und seine eigene Frau erschossen. Eifersucht im Drogenrausch. Als die Kollegen ihn festgenommen haben, war er voll bis oben hin. Benzodrine, Amphetamine, Crack, das volle Programm. Wer hat ihn festgenommen? Die Kollegen von der Zivilverhandlung. Es gab einen Notruf in dem Wohnblock. Steht in dem Protokoll, ob Kaminski damit auch dabei war. Hm. Ich habe mit seinen Ärzten telefoniert. Er war lungenkrank, Krebs. Laut behandelnden Arzt hatte er nur noch wenige Monate zu leben. Warum besucht Kaminski einen Straftäter in der JVA, den er selbst da reingebracht hat? Irgendeine Idee? Schlechtes Gewissen? Kaminski wusste, dass es zu Ende geht, ja? Vielleicht wollte er aufräumen. Der Mann in Kaminskis Wohnung war Khalid. Er hat etwas gesucht. Das muss mit dem Besuchen von Kaminski in der JVA zu tun haben. Bin gleich wieder da. Deine Schwägerin hat mir erzählt, dass ich dich hier finde. Ich hätte einen Schub gehabt. Tut mir leid. Gibt's was Neues bei euch? Sein Sohn war letzte Nacht bei diesem Cem im Antiquariat. Vielleicht eine Kontaktaufnahme. Wir bleiben dran. Ihr müsst diesen Khalid finden, bevor die Kollegen ihn finden. Warum eigentlich? Ich meine, wer glaubt denn dem schon? Warum ist der ausgebrochen? Ausgerechnet jetzt, was glaubst du? Keine Ahnung. Kaminski war bei ihm im Knast. Was? Woher weißt du das? Hat er mir selbst erzählt. Ihr müsst diesen Khalid finden, verdammte Scheiße. Viktor? Alter Kameltreiber, bist du das wirklich? Mann, wie lange ist das her, ha? Polizeischule? Mindestens 15 Jahre, oder? 15 Jahre, ja. Darf ich dir vorstellen? Hellendorn, LK. Herr Mertens? Ja? Ihre Dienststelle sagte, dass wir Sie hier finden. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Hier? Ist doch nicht Ihr Ernst. Es geht um Ihren ehemaligen Kollegen Kaminski. Wenn es sein muss. Aber nicht hier draußen, ja? Hören Sie sich eigentlich manchmal selber zu beim Reden? Sie fragen mich nach einem Einsatz, der 5 Jahre zurückliegt. Ist Ihnen eigentlich klar, wie oft ich mit meinen Jungs da draußen unterwegs bin in einer einzigen Nacht? Wie viele Einsätze wir schieben pro Jahr? Wir machen für euch die Drecksarbeit, während ihr euch im LKR die Fußnägel lackiert. Wir brauchen ja niemanden, der die eigenen Leute anpisst. Bei uns, da passt einer auf den anderen auf. Hm, verstehe. Chorgeist und so. Da fällt schon mal die Wahrheit hinten über, nicht? Am besten ist, Sie gehen jetzt. Schön darauf achten, dass der Lack auch richtig trocknet. Das sind verdiente Kollegen. Und Sie behandeln die wie Verbrecher. Verzeihung, ich wollte Ihre Männerseilschaft nicht stören. Langsam. Warte.
Chili kannst du nehmen. Dieser Typ, dieser... Wer ist da nochmal? Kaminski. Der ist tot, oder? Ja. Deswegen ist er nicht zum Treffen gekommen. Geht das? Fester. Wie sollst du jetzt noch beweisen, dass du unschuldig bist? Das ist so bescheuert. Du kannst ja nicht einfach so abhauen. Du bist ein Idiot. Meiler, ich passe jetzt auf euch auf. Versprochen, ich gehe nicht mehr weg. Versprochen. Bin ja drauf. Ich hab diese Versprechen so satt. Die werden dich jagen. Und die werden dich kriegen und dann sperren sie dich ein. Hier kannst du nicht bleiben. Hast du Hunger? Wer ist das? Keine Ahnung. Ja? Dornelka. Ihre Kollegen waren schon hier. Welche Kollegen? Ich weiß nicht, wo mein Bruder ist. Ich will doch gar nicht wissen. Warum können Sie ihn nicht einfach in Ruhe lassen? Er war es nicht. Genau deswegen bin ich hier. Ich muss Ihren Bruder sprechen. Ich will nur reden. Ich bin hier, weil ich verstehen will, was damals passiert ist. Reden Sie mit mir. Wie viele Leute stehen noch vor? Keiner. Wie viele? Keiner. Meiner! Ich war in Ihrer Zelle. Sina! Die Zeichnung, was hat sie zu bedeuten? Was hat die zu bedeuten? Und? Keiner. Der Typ, der damals geschossen hat, der war ein Tattoo an seiner Mom. Kaminski hat sie in der JVA besucht. Warum? Er hat gesagt, er kann beweisen, dass ich das damals nicht war. Und diesen Beweis haben sie in seiner Wohnung gesucht? Die haben ihn umgebracht. Wer sind die? Deine Leute! Deine beschissenen Leute. Können Sie das beweisen? Es tut mir leid. Dann laufen lassen? Er ist mir entwischt. Ja. Sie hätten Verstärkung mitnehmen müssen. Khalid hat mir gesagt, dass ihm die Tat damals in die Schuhe geschoben wurde. Natürlich sagt er das. Mann, Mann, Mann. Was ist, wenn damals bei Khalids Verhaftung wirklich irgendetwas nicht sauber gelaufen ist und Kaminski auspacken wollte? Dann wäre er ein logisches Ziel. Aber einen ehemaligen Polizisten einfach so aus dem Weg zu räumen, das würde Fragen aufwerfen. Außer er ist das zufällige Opfer eines Anschlags. Das ist ja monströs, was Sie da sagen. Das würde ja bedeuten, dass alle anderen Opfer nur Kollateralschäden waren. Wenn Sie das so nennen wollen, ja. Schön langsam. Die
Zivilfahnder, die damals den Zugriff gemacht haben, waren eine eingeschworene Vierertruppe. Kaminski, Alsen, Kurt und ihr Leiter Mertens. Angeblich gab es damals einen Notruf. Die vier waren als Erste am Tatort und haben Khalid festgenommen. Und jetzt kommt's. Die Tatwaffe, die damals angeblich bei Khalid sichergestellt worden ist, ist ein Dreivierteljahr vorher bei einer Razzia am Türstehmilieu verschwunden. Ja, wissen Sie das? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wollen Sie damit etwa sagen? Ja. Da gehe ich nicht mit. Kommen Sie. Wir pissen nicht unsere eigenen Leute an. Ihre Karriere läuft gut, oder? Sie sprühen immer dasselbe Gefährderprogramm ab. Dschihadisten, Rechtsextremisten, Linksextremisten. Sie langweilen mich. Meinen Sie nicht, dass Sie doch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen sollten? Sie ticken doch nicht richtig! Scheiße! Alsen ist verschwunden. Sie haben die Medikation geändert. Probieren irgendwelche neuen Psychopharmaka aus. Das ist ja nett. Hier. Oh. Verbandsabzeichen von der Bundeswehr. Fallschirmjäger. Also ein Scheißjob. Wo weißt du das? Vom Fernsehen. Also der kauft am Kiosk Geschenke für seine Familie. Dann geht er nach Hause und erschießt seine Frau und seinen besten Freund. Einfach so. Was ist denn das? Gemüse kennst du nicht. Hilfst du mir? Ich krieg übrigens noch 40 Euro von dir. Abwaschen. Danke, Sue. Mhm. Willst du auch eins? Ja. Mama hat deine Arbeit immer gehasst, oder? Wisst ihr, dass du denselben Job machst? Mann, oh Mann. Das gibt richtig Ärger. Sag mir, wenn es soweit ist. Sie konnten nichts für sie tun. Ich meine, das gab doch auch in den 70ern schon Behandlungsmethoden gegen Krebs. Was heißt, sie wollte das nicht? Ich war im dritten Monat mit ihr schwanger, als sie die Diagnose bekam. Das heißt, sie musste sich entscheiden zwischen dir und der Chemo. Das heißt, wenn ich... Ich habe sie verloren und dich bekommen. Sarah? Ja. Don? Danke, ich komme vorbei. Psychiatrie hat angerufen, ich muss nochmal los. Thank you.
pennen, Mensch! Ja, ist ja gut, ist ja gut. Komm, komm. Komm, schön aufstehen, komm. Und? Wo ist der, hä? Wo ist der? Lauf weg! Das ist ja schön. Willst du mal mit deinem Papa reden? Ne? Willst du mal mit deinem Papa reden? Ja? Ruf ihn an, sag, dass wir seinen Sohn haben. Ja? Komm, sag mal deinem Papa guten Tag. Was? Papa! Hey. Kali? Papa! Wir müssen mal ganz in Ruhe miteinander reden, ja? Ich habe damals nicht nur mein Kind verloren, sondern auch meinen Mann. Die sagen, mit den neuen Medikamenten wird es mir besser gehen. Damit würde alles klarer. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Danke, dass Sie gekommen sind. Mein Mann... Er glaubt, dass ich über das, was damals passiert ist, nie hinwegkomme. Dabei ist er es, der es nicht schafft. Er weiß es noch nicht. Was ist damals passiert? Wissen Sie, wie das ist, wenn man sein Kind verliert? Es hat einen so schönen Namen. Marie. Wir waren in Paris zusammen. Alles war gut, alles war schön. Jemand hat ihr auf dem Schulhof Drogen verkauft. Sie starb an einer Überdosis. Sie war 16. Und ihr Mann? Ich habe Angst, dass ihn das von damals wieder einholt und ich ihn ganz verliere. Und wer soll denn auf mich aufpassen? Ja? Ich komme. Danke. Sie ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Vielleicht ist er bei seinem Vater. Wo könnte Khalid sein? Danke, dass Sie mich gleich gerufen haben. Müsste im Moment durch sein. Ich brauche eine Handyortung. Ich knall ihn ab! Sprech die Waffe weg! Papa!
Okay. Okay. Hör mir zu, ich... Das ist alles gut, ich... Papa! Du lässt den Jungen gehen und dafür bekommst du das Mann. Werdend, lassen Sie den Jungen gehen. Sie haben damals geschossen und Sie haben Kaminski zum Schweigen gebracht. Es reicht. Was? Du hast Kaminski umgebracht? Du warst das mit der Bombe? Ich lass mich gar nicht von Kollegen in die Scheiße reiten. Lass ihn gehen. Der hätte uns allen das Genick gebrochen mit seiner Aussage. Was hätte ich machen sollen? Was hätte ich machen sollen? Frau Peiler, komm, lass den Jungen. Nimm die Waffe runter, Kurt. Nimm die Waffe runter. Tut mir leid. Ich würde auch nicht gern mit mir arbeiten. Moment. Ich brauche ihn noch mal kurz. Zwei Minuten. Kann eine Weile dauern, bis der Schuldspruch von damals wieder aufgehoben wird. Kaminski wusste, dass ihm niemand die Anschuldigung gegen seine Kollegen glauben würde. Deswegen hat er Mertens gedroht. Er wusste, dass erst nach seinem Tod die Ermittlungen losgehen würden. Dass er sterben muss, um gehört zu werden. Als er von seiner Krebsdiagnose erfuhr, da hat er wohl beschlossen, nicht mit einer Schuld ins Grab zu gehen. Sterben würde er sowieso. Verrückt, oder? Gute Arbeit, Frau Dorn. Danke. Und schönen Urlaub. Übrigens, Mertens war mit der Bundeswehr in Afghanistan, bevor er zur Polizei kam. Genau bei den Fallschirmjägern in Masar al-Sharif. Deswegen der Zünder, ich weiß. Woher? Aus dem Fernsehen. Wegen der Gewebeprobe, die du mir gegeben hast. Ach so, du, danke, das hat sich erledigt. Schade. Das war nämlich gar nicht so einfach. 1980 gab es einen Häuserbrand in Remscheid. Die Eltern sind aber ins Leben gekommen und ein 11-jähriger Junge hat überlebt. Die Brandursache konnte nie eindeutig geklärt werden. Hast du einen Namen? Nee, aber ich denke, es hat sich eh erledigt. Ja, klar. Danke.
Hallo, hören Sie mich? Ja, ich bin ja die. Okay. Sind wir jetzt auch? Brauchen wir was? Wie geht es dem Kleinen? Ich mach mir Sorgen um ihn. Er hat ja sonst niemanden, Meiler. Du bist meine Schwester, du passt auf ihn auf, ganz einfach. Ja, ich weiß, mach ich auch. Kaminski wusste, dass ihm niemand die Anschuldigung gegen seine Kollegen glauben würde. Deswegen hat er Mertens gedroht. Er wusste, dass erst nach seinem Tod die Ermittlungen losgehen würden. Dass er sterben muss, um gehört zu werden. Als er von seiner Krebsdiagnose erfuhr, da hat er wohl beschlossen, nicht mit einer Schuld ins Grab zu gehen. Sterben würde er sowieso. Verrückt, oder? Gute Arbeit, Frau Dorn. Danke. Und schönen Urlaub. Übrigens, Mertens war mit der Bundeswehr in Afghanistan, bevor er zur Polizei kam. Genau, bei den Fallschirmjägern in Masar al-Sharif. Deswegen der Zünder, ich weiß. Woher? Aus dem Fernsehen. Wegen der Gewebeproben, die du mir gegeben hast. Ach so, du, danke, das hat sich erledigt. Schade. Das war nämlich gar nicht so einfach. 1980 gab es einen Häuserbrand in Remscheid. Die Eltern sind aber ums Leben gekommen und ein 11-jähriger Junge hat überlebt. Die Brandursache konnte nie eindeutig geklärt werden. Hast du einen Namen? Nee, aber ich denke, es hat sich eh erledigt. Ja, klar. Danke. Schönen Abend noch. Machst du mir noch zwei?
Nummer 19, perfekt. Ja? Ihre Bestellung. Hallo? Komm rein. Da bist du endlich. Was andere? Guck nach. Was kannst du behalten? Der Schiebaff? Los? Ungefähr seit 5 Stunden. Sehe ich dich wieder? Tut mir leid. Kim, das war's jetzt für dich. Ein One-Night-Stand und tschüss. Ich hatte den Eindruck, es hat dir Spaß gemacht. Wir hatten beide unseren Spaß. Ich muss los. Du kannst doch nicht einfach so gehen. Mach's gut. Hey, was ist mit heute Abend? Wie geht es dem Kleinen? Ich mach mir Sorgen um ihn. Er hat ja sonst niemanden, Meiler. Du bist meine Schwester, du passt auf ihn auf, ganz einfach. Ja, ich weiß, mache ich auch. Es geht um Ihren ehemaligen Kollegen Kaminski. Wenn es sein muss. Aber nicht hier draußen, ja?
Hören Sie sich eigentlich manchmal selber zu beim Reden? Sie fragen mich nach einem Einsatz, der 5 Jahre zurückliegt. Ist Ihnen eigentlich klar, wie oft ich mit meinen Jungs da draußen unterwegs bin in einer einzigen Nacht? Wie viele Einsätze wir schieben pro Jahr? Wir machen für euch die Drecksarbeit, während ihr euch im LKR die Fußnägel lackiert. Wir brauchen ja niemanden, der die eigenen Leute anpisst. Bei uns, da passt einer auf den anderen auf. Hm, verstehe. Chorgeist und so. Da fällt schon mal die Wahrheit hinten über, nicht? Am besten ist, Sie gehen jetzt. Schön darauf achten, dass der Lack auch richtig trocknet. Das sind verdiente Kollegen. Und Sie behandeln die wie Verbrecher. Verzeihung, ich wollte Ihre Männerseilschaft nicht stören. Die kannst du nehmen. Dieser Typ, dieser... Wer ist da nochmal? Kaminski. Der ist tot, oder? Ja. Deswegen ist er nicht zum Treffen gekommen. Geht das? Ich sollte mich erschrecken. So ein Blödsinn. Kommst du noch auf? Wo warst du überhaupt? Ich glaube nicht, dass sich das was angeht. Sag mal, hast du getrunken? Nicht mehr als sonst. Dawn? Helen, das ist ein sehr schöner Name. Woher hast du meine Nummer? Du hast deine Brieftasche vergessen. Die Frau auf dem Foto, wer ist das? Sieht so aus wie du. Ich komm's holen. Wo bist du? Ja, komm, sag doch. Wer ist sie? Deine Mutter? Ja, was ist toll, dass du meine Brieftasche gefunden hast. Lass uns treffen, dann gibst du sie mir einfach zurück, okay? Meine Mutter ist auch früh gestorben. Sag mal, bist du sicher, dass du die Brieftasche nicht absichtlich vergessen hast? Ich meine, ich habe mich schon gewundert, aber es ist auch eine Methode, sich wiedersehen zu müssen. Lass uns einfach treffen, okay? Gleich hinterm Hotel. Das ist ein kleines Café. Da warte ich auf dich. Probleme? Ich brauche noch mal Geld. Aber deinen Job hast du noch. Ich bin in einer halben Stunde wieder zurück. Versuch bitte bis dahin nicht zu sterben.
Hallo, hören Sie mich? Wir haben nicht reagiert. Okay. Sind Sie jetzt aus? Brauchen Sie noch was? Der soll so krank gewesen sein. Krebs oder so. Deswegen ist er ja gegangen. Wie Mama. Willst du wissen, warum ich in der Nacht in der Kneipe war? Es war ihr Geburtstag. Du hast getrunken und an sie gedacht wie ich. Ich trinke öfter mal einen. Vermisst du sie? Würde sie auch so über dich schweigen? Hör mir auf. Ja, wenn es umgekehrt wäre, wenn du tot wärst und sie würde hier neben mir sitzen. Würde sie mir auch nichts über dich erzählen? Ich kann es dir nicht sagen. Ja, klar. Sie fehlt mir. Jeden Tag. Mach nachher das Licht aus. Oder was, hä? Hol deine Ware drüben im Bunker. So wie sonst auch. Ich hab eine Nachricht von Khalid. Das ist doch sein Sohn. Vielleicht benutzt er den Jungen als Boten. Ist doch fast nur ein Kind. Ich spreche morgen mal mit Mertens. Sag mal, Mertens ist komisch in letzter Zeit, findest du nicht? Ich hab nur noch ihn. Ihre Mitarbeiter in der Apotheke haben erzählt, dass seit Monaten in regelmäßigen Abständen Tilidin verschwunden ist. Haben Sie Ihren Sohn mit Tilidin versorgt? Sie wissen, dass diese Substanz sämtliche Hemmungen ausschaltet und ihn extrem aggressiv macht. Er war das nicht. Er war das ganz bestimmt nicht. Frau Keller, wir müssen ihn finden. Also! Sein Vater hat eine Werkstatt in Duisburg-Homberg. Ich muss damit. Frau Daum. Subhana rabbi lala, subhana rabbi lala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Es ist besser so. Kurz und schmerzlos. Ich glaube, der hätte trotz Krebs gut noch ein paar Jahre gehabt. Das ist doch kein Leben. Kotzerei von der Chemo, keine Haare auf dem Kopf. Du hast auch selber kaum noch Haare. Arschloch. Die Art von Abgang hat er nicht verdient. Ich hau da mal ab. Jo. Du bist spät. Wie geht's ihr? Sie muss ihre Tabletten noch nehmen. Du? Wie geht's dir? Gut. Bis morgen. Paris war schön. Ja. Paris war schön. Ist doch wieder später geworden heute, tut mir leid. Schmeckt überhaupt nicht. Bäh. Ich weiß genau, warum ich Krankenhäuser nicht mag. Da war dieser Typ. Wo? Der hat mich da hinbestellt und dann ging die Bombe hoch. Was für ein Typ? Hast du mir wenigstens eine Tasse Kaffee übrig gelassen? Mhm. Ach, die Platte hätte dir eh nicht geschmeckt. Was ist los? Komm, es ist eine Ewigkeit her, dass du mich gebeten hast, auf dich aufzupassen. Es war vorgestern. Du kannst doch nicht einfach so gehen. Mach's gut. Hey, was ist mit heute Abend? Da sind. Seine Krankenkassenkarte ist nicht mehr gültig. Was ist mit meinem Vater? Verdacht auf Herzinfarkt.
Nee, ich hab nix. Geht schon wieder. Was war denn los? Ich hab bloß so ein blödes Ziehen im Arm. Ich muss mich verhoben haben da. Ja, aber Sie haben uns doch gerufen. Ich hab mich ja nicht erreicht. Dann nehmen Sie jetzt bitte ins Krankenhaus. Wir müssen ausschließen, dass es am Freitag keine Fahrt gibt. Nee, Sie nehmen mich überhaupt nirgendwo mit. Schon gar nicht ins Krankenhaus. Sie können mir hier gern irgendwas verabreichen, aber ansonsten verschwinden Sie jetzt. Entschuldigung, ich bräuchte dann mal mein Geld. Ja. Oder soll ich noch warten? Aber die Uhr läuft. Nee, nee, Moment. Sie müssen hier unterschreiben, dass Sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass Sie hier bleiben. Und für den Einsatz schicken wir eine Rechnung. Aber wo ist denn dein Geld? Ja, du bist witzig. Ich springe hier gerade von der Bar und du, naja, da auf der Anreiche. Was bekommen Sie? 19,50. Quittung? Nee, danke. Stimmt so, Tschüss. Tschüss. Okay. Warum lässt du dich nicht im Krankenhaus untersuchen? Ich kann Krankenhäuser nicht ausstehen. Schon allein wegen des Geruchs. Na, dann mach gute Besserung. Tschüss. Danke. Du hast den Notarzt gerufen, weil du mich nicht erreicht hast. Ich sollte mich erschrecken. Ist doch Blödsinn. Kommst du noch auf? Wo warst du überhaupt? Ich glaube nicht, dass sich das was angeht. Sag mal, hast du getrunken? Also, nicht mehr als sonst. Dawn? Helen, das ist ein sehr schöner Name. Woher hast du meine Nummer? Du hast deine Brieftasche vergessen. Die Frau auf dem Foto, wer ist das? Sieht so aus wie du. Ich komm's holen. Wo bist du? Ja, komm, sag doch. Wer ist sie? Deine Mutter? Ja, was ist toll, dass du meine Brieftasche gefunden hast. Lass uns treffen, dann gibst du sie mir einfach zurück, okay? Meine Mutter ist auch früh gestorben. Sag mal, bist du sicher, dass du die Brieftasche nicht absichtlich vergessen hast? Ich meine, ich habe mich schon gewundert, aber es ist auch eine Methode, sich wiedersehen zu müssen. Lass uns einfach treffen, okay? Gleich hinterm Hotel. Das ist ein kleines Café. Da warte ich auf dich. Probleme? Die Zivilfahnder, die damals den Zugriff gemacht haben, waren eine eingeschworene Vierertruppe. Kaminski, Alsen, Kurt und ihr Leiter Mertens. Angeblich gab es damals einen Notruf. Die vier waren als Erste am Tatort und haben Khalid festgenommen. Und jetzt kommt's. Die Tatwaffe, die damals angeblich bei Khalid sichergestellt worden ist, ist ein Dreivierteljahr vorher bei einer Razzia am Türstehmilieu verschwunden. Ja, wissen Sie das? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wollen Sie damit etwa sagen? Ja. Da gehe ich nicht mit. Kommen Sie. Wir pissen nicht unsere eigenen Leute an. Ihre Karriere läuft gut, oder? Sie sprühen immer dasselbe Gefährderprogramm ab. Dschihadisten, Rechtsextremisten, Linksextremisten. Sie langweilen mich. Meinen Sie nicht, dass Sie doch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen sollten? Sie ticken doch nicht richtig! Scheiße! Alsen ist verschwunden. Die haben die Medikation geändert. Probieren irgendwelche neuen Psychopharmaka aus. Das ist ja nett. Hier. Oh. Verbandsabzeichen von der Bundeswehr. Fallschirmjäger. Also ein Scheißjob. Woher weißt du das? Vom Fernsehen. Also der kauft am Kiosk Geschenke für seine Familie. Dann geht er nach Hause und erschießt seine Frau und seinen besten Freund. Einfach so. Was ist denn das? Gemüse kennst du nicht. Hilfst du mir? Ah, ich krieg übrigens noch 40 Euro von dir. Abwaschen. Danke, Sir. Mhm. Willst du auch eins? Ja. Hm.
Mama hat deine Arbeit immer gehasst, oder? Wenn sie wüsste, dass du denselben Job machst. Mann, oh Mann. Das gibt richtig Ärger. Was gesucht. Das muss mit dem Besuchen von Kaminski in der JVA zu tun haben. Bin gleich wieder da. Deine Schwägerin hat mir erzählt, dass ich dich hier finde. Ja. Sie hätte einen Schub gehabt. Tut mir leid. Gibt's was Neues bei euch? Sein Sohn war letzte Nacht bei diesem Cem im Antiquariat. Vielleicht eine Kontaktaufnahme. Wir bleiben dran. Ihr müsst diesen Khalid finden, bevor die Kollegen ihn finden. Warum eigentlich? Ich meine, wer glaubt denn dem schon? Warum ist der ausgebrochen? Ausgerechnet jetzt, was glaubst du? Keine Ahnung. Kaminski war bei ihm im Knast. Was? Woher weißt du das? Hat er mir selbst erzählt. Ihr müsst diesen Khalid finden, verdammte Scheiße. Victor, alter Kameltreiber, bist du das wirklich? Mann, wie lange ist das her, ha? Polizeischule? Mindestens 15 Jahre, oder? 15 Jahre, ja. Darf ich dir vorstellen? Hellendorn, LK. Herr Mertens? Ja? Ihre Dienststelle sagte, dass wir Sie hier finden. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Hier? Ist doch nicht Ihr Ernst? Es geht um Ihren ehemaligen Kollegen Kaminski. Wenn es sein muss. Aber nicht hier draußen, ja? Hören Sie sich eigentlich manchmal selber zu beim Reden? Sie fragen mich nach einem Einsatz, der 5 Jahre zurückliegt. Ist Ihnen eigentlich klar, wie oft ich mit meinen Jungs da draußen unterwegs bin in einer einzigen Nacht? Wie viele Einsätze wir schieben pro Jahr? Wir machen für euch die Drecksarbeit, während ihr euch im LKR die Fußnägel lackiert. Wir brauchen ja niemanden, der die eigenen Leute anpisst. Bei uns, da passt einer auf den anderen auf. Hm, verstehe. Chorgeist und so. Da fällt schon mal die Wahrheit hinten über, nicht? Am besten ist, Sie gehen jetzt. Schön darauf achten, dass der Lack auch richtig trocknet. Das sind verdiente Kollegen. Und Sie behandeln die wie Verbrecher. Verzeihung, ich wollte Ihre Männerseilschaft nicht stören. Schon allein wegen des Geruchs. Na, dann mach gute Besserung. Tschüss. Danke. Du hast den Notarzt gerufen, weil du mich nicht erreicht hast. Ich sollte mich erschrecken. Ist doch Blödsinn. Kommst du noch auf? Wo warst du überhaupt? Ich glaube nicht, dass sich das was angeht. Sag mal, hast du getrunken? Also, nicht mehr als sonst. Don? Helen. Sehr schöner Name. Wo hast du meine Nummer? Du hast deine Brieftasche vergessen. Die Frau auf dem Foto, wer ist das? Sieht so aus wie du. Ich komm's holen. Wo bist du? Ja, komm, sag doch. Wer ist sie? Deine Mutter? Ja, was ist toll, dass du meine Brieftasche gefunden hast. Lass uns treffen, dann gibst du sie mir einfach zurück, okay? Meine Mutter ist auch früh gestorben. Bist du sicher, dass du die Brieftasche nicht absichtlich vergessen hast? Ich meine, ich habe mich schon gewundert, aber es ist auch eine Methode, sich wiedersehen zu müssen. Lass uns einfach treffen, okay? Gleich hinterm Hotel. Das ist ein kleines Café. Da warte ich auf dich. Probleme? Ich brauche noch mal Geld. Aber deinen Job hast du noch. Ich bin in einer halben Stunde wieder zurück. Versuch bitte bis dahin nicht zu sterben.
Hallo, hören Sie mich? Ja, ich bin ja die Okay. Wir sind auch noch was. Hallo? Mein erster Gedanke. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich bin ja die Okay. Wir sind auch noch was. Wie geht es dem Kleinen? Ich mach mir Sorgen um ihn. Er hat ja sonst niemanden, Alter. Du bist meine Schwester, du passt auf ihn auf, ganz einfach. Ja, ich weiß, mach ich auch. Ins Justizkrankenhaus. Die Verbrennung ist zu schwer. Wir müssen vermeiden, dass da Ödeme entstehen. Walter hier. Wir brauchen einen Transport zum Justizkrankenhaus. Kreuzworträtsel. So was Ähnliches. Wie geht's dir? Kann ich ein Wasser haben, bitte? Klar. Die Ärzte sagen, sie hätten Glück gehabt. Sie haben eine Knalltrauma und eine Gehirnerschütterung erlitten. Bisschen früh für Besuch, oder? Wie fühlen Sie sich denn? Bestens. Viktor Renko vom Staatsschutz hätte ein paar Fragen an Sie. Wir haben selten das Glück, eine hochrangige Beamtin vor Ort zu haben bei solchen Ereignissen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendetwas, was wir uns berichten können. Ja, ich bin über den Platz zum Café gegangen und dann hat's Rums gemacht. Verstehe. Und was haben Sie zu dem Zeitpunkt dort gewollt? Ich hatte Urlaub. Irgendetwas Relevantes, das Sie gesehen haben?
Ich wollte zur Boutique. Am Ende der Straße. Ich hatte nichts mehr anzuziehen. Ich glaube, wir sollten Fortan jetzt besser in Ruhe lassen. Es gab Tote, nicht wahr? Fünf. Gute Besserung. Kannst du heute Nacht hier bleiben? Ich bleib, bis du eingeschlafen bist. Danke, ich komme vorbei. Die Psychiatrie hat angerufen, ich muss nochmal los. Wo ist der? Lauf weg! Ach, mal einen Lamm. Das ist ja schön. Willst du mal mit deinem Papa reden? Ja? Willst du mal mit deinem Papa reden? Ja? Ruf ihn an, sag, dass wir seinen Sohn haben. Ja. Komm, sag mal deinem Papa guten Tag. Was? Papa! Hey. Kali? Papa! Wir müssen mal ganz in Ruhe miteinander reden, ja? Ich habe damals nicht nur mein Kind verloren, sondern auch meinen Mann. Die sagen, mit den neuen Medikamenten wird's mir besser gehen. Damit würde alles klarer. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Danke, dass Sie gekommen sind. Kreuzworträtsel. So was Ähnliches. Wie geht's dir? Kann ich ein Wasser haben, bitte? Zu sagen, sie hätten Glück gehabt. Sie haben einen Knalltrauma und eine Gehirnerschütterung erlitten. Bisschen früh für Besuch, oder? Wie fühlen Sie sich denn? Bestens. Viktor Renko vom Staatsschutz hätte ein paar Fragen an Sie. Wir haben selten das Glück, eine hochrangige Beamtin vor Ort zu haben bei solchen Ereignissen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendetwas, was Sie uns berichten können? Ja.
Ich bin über den Platz zum Café gegangen und dann hat's Rums gemacht. Verstehe. Und was haben Sie zu dem Zeitpunkt dort gewollt? Ich hatte Urlaub. Irgendetwas Relevantes, das Sie gesehen haben? Ich wollte zur Boutique. Am Ende der Straße. Ich hatte nichts mehr anzuziehen. Ich glaube, wir sollten Frau Dorn jetzt besser in Ruhe lassen. Es gab Tote, nicht wahr? Fünf. Gute Besserung. Kannst du heute Nacht hier bleiben? Ich bleib, bis du eingeschlafen bist. Ausruhen. Wir waren in meinem Zimmer. Nur Ihr Vater. Mein Vater schenkt mir keine Blumen. Er war in meinem Zimmer. Da war niemand. Sie haben wahrscheinlich schlecht geträumt. Wir sind für morgen früh. Bei deiner Frau. Kaminski hat's erwischt. Heute Mittag bei der Explosion. Da gehst du nach so viel Einsätzen in den frühzeitigen und dann sowas. Vielleicht ist es besser so. Kurz und schmerzlos. Ich glaube, der hätte trotz Krebs gut noch ein paar Jahre gehabt. Das ist doch kein Leben. Kotzerei von der Chemo, keine Haare auf dem Kopf. Du hast auch selber kaum noch Haare.
Arschloch. Die Art von Abgang. Oh, ja. Die kannst du nehmen. Dieser Typ, dieser. Wer ist da nochmal? Kaminski. Der ist tot, oder? Ja. Deswegen ist er nicht zum Treffen gekommen. Geht das? Fester. Wie sollst du jetzt noch beweisen, dass du unschuldig bist? Das ist so bescheuert. Du kannst ja nicht einfach so abhauen. Du bist ein Idiot. Meiler, ich passe jetzt auf euch auf. Versprochen, ich gehe nicht mehr weg. Versprochen. Finger drauf. Ich hab diese Versprechen so satt. Die werden dich jagen. Und die werden dich kriegen und dann sperren sie dich ein. Hier kannst du nicht bleiben. Wer ist das? Keine Ahnung. Ja? Dornegger. Ihre Kollegen waren schon hier. Welche Kollegen? Ich weiß nicht, wo mein Bruder ist. Ich will es doch gar nicht wissen. Warum können Sie ihn nicht einfach in Ruhe lassen? Er war es nicht. Genau deswegen bin ich hier. Ich muss Ihren Bruder sprechen. Alles gut! Help! Lass mich! Alles gut! Ich will nur reden. Ich bin hier, weil ich verstehen will, was damals passiert ist. Reden Sie mit mir. Wie viele Leute stehen noch vor? Keiner. Wie viele? Keiner. Meiner! Ich war in Ihrer Zelle. Sina! Die Zeichnung, was hat sie zu bedeuten? Was hat die zu bedeuten? Und? Keiner. Der Typ, der damals geschossen hat, der war ein Tattoo an seiner Mom. Kaminski hat sie in der JVA besucht. Warum? Er hat gesagt, er kann beweisen, dass ich das damals nicht war. Und diesen Beweis haben Sie in seiner Wohnung gesucht? Die haben ihn umgebracht. Wer sind die? Deine Leute! Deine beschissenen Leute. Können Sie das beweisen? Sein auch im Keller. Genau. Oder eben auch jemand ganz anderes. Vielleicht kann die KTU was draus machen. Ach, hey. Da wollte vorhin jemand was für dich abgeben. Wer? Weiß ich nicht. Sah aber ganz gut aus. Hey! Wie geht's dir? Wie es mir geht? Alles drin. Haben dir die Blumen gefallen? Bleib stehen. Was ist los? Ich wollte dir nur die Brieftasche zurückgeben. Bleib stehen! Und ich wollte dich wiedersehen. Umdrehen! Umdrehen! Oh. Hey, lauf auf! Du warst da, als es passiert ist. Was hast du mit dem Anschlag zu tun? Was hast du mit Ronkeller zu tun? Beine auseinander. Hey, ich muss im Weg, der Mann dringend einen Job anrufen. Ich hab's in den Nachrichten gehört. Ich hab dich gesehen. Bildest du dir ein?
Danke, ist nur der Kreislauf. Sicher, soll ich einen Arzt holen? Danke. Ganz sicher. Sie war eine hübsche, solide gebaut, von jemandem, der sich damit auskennt.